Handelskammer Bozen, international besetzte Tagung, die sich mit Umweltschutz befasst. Das Thema der Informationsveranstaltung war die Energieeffizienz. Michel Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, hat die Tagung eröffnet. Für die Unternehmerinnen und Unternehmer der Euregio ist es wichtig, über die EU-Energieeffizienzrichtlinien Bescheid zu wissen, damit sie deren Vorgaben am besten für ihren Betrieb nutzen können, betonte Ebner. Der Umwelt Gutes tun und zugleich die eigene Brieftasche schonen. Energieeffizienz wird immer mehr zu einer zentralen Materie für Unternehmen. Energieeffizienz ist insbesondere für die Unternehmen ganz entscheidend, weil Unternehmen, die energieeffizient wirtschaften, natürlich ganz klar Kosten sparen. Energiekosten sind für produzierende Unternehmen eine schwere Belastung und darum haben natürlich die Unternehmen von sich aus den Anreiz, energieeffizient zu wirtschaften, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu setzen. Ist ein Schlüssel, sage ich einmal, damit die Betriebe auch in Zukunft erfolgreich wirtschaften können. Und jeder Betrieb ist gut geraten, im Bereich Energieeffizienz genauso viel zu machen wie im Marketing, wie im Verkauf oder im Rechnungswesen. Das heißt also, das Thema Energieeffizienz als wesentlicher Bestandteil des Betriebes anerkennt und hier aktiv ist. Der Präsident der Wirtschaftskammer Tirol, Jürgen Bodenseer, meinte, dass die Verbesserung der Energieeffizienz im eigenen Betrieb für die Bilanz des Unternehmens ein langfristig erfolgsversprechender Schritt sei und, bedenkt man die künftig steigenden Energiekosten, eine Investition, die sich bezahlt mache. Alessandra Vallone sprach vom Energiemanagement in den Betrieben und von der Bedeutung der Qualitätszertifizierung für das Energiemanagement in Unternehmen. Die Energieeffizienz ist heute ein zentrales Thema. Italien kann auf der Strukturebene nicht auf die Kosten der Stromrechnung einwirken. Das Beste wäre, eine alternative Energiequelle zu nutzen, die allen zugänglich ist. Das sind das Sparen und die Effizienz. Bis heute wurden leider in Italien, ich spreche hier nicht von Südtirol, sondern von Rest Italiens, die Unternehmen, die auf Effizienz gesetzt haben, nicht belohnt. Dies vorausgesetzt kann es aber wichtig sein, ein effizientes Energiesystem, das auf das Bewusstsein der Beteiligten baut, auch durch eine Zertifizierung zu ergänzen, um eine bestimmte Selbstreferenz zu vermeiden. Die EU-Richtlinie zur Energieeffizienz aus dem Jahre 2012 war Thema des Beitrags von Anna Gruber von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. aus München. Die Energieeffizienz muss gesteigert werden, weil wir sonst die Klimaschutzziele der EU verfehlen mit den Energieeffizienzzielen 20% Primärenergieverbrauchsreduktion, beziehungsweise das wird nur realisiert über 20% Energieeffizienzsteigerung. Das betrifft alle Sektoren, unter anderem auch die Industrie. Die Industrie ist verpflichtet, jetzt Energieaudits durchzuführen oder sich zertifizieren zu lassen nach einem Energiemanagementsystem. Die einfachste Möglichkeit sind Energieaudits. Und es geht eigentlich darum, dass sich die Industrieunternehmen mehr mit Energieeffizienz beschäftigen. Diese Richtlinie beinhaltet nicht nur Vorgaben für die Industrie, sondern auch für andere Sektoren, also zum Beispiel Haushalte oder Energieversorger. Hier werden auch Anforderungen gestellt. Und Ziel der Richtlinie der EU ist es, das Ganze in nationales Recht umzuwandeln und dann im Endeffekt im Land umzusetzen. Zum Abschluss berichteten Vertreter verschiedener Unternehmen aus Südtirol, aus dem Trentino und aus Tirol über ihre praktischen Erfahrungen mit dem Energiemanagement.